Ja, da ist sie also, die Generalprobe auf die Rückrunde 2016. Die TSG Hoffenheim empfängt im altehrwürdigen Dietmar-Hopp-Stadion den Sportclub Sturm Graz. Fußball-Welt und natürlich TV-Experte Lutz Pfannenstiel hat sich das Spiel aus nächster Nähe auch angesehen und wird uns an seinen Beobachtungen und Einschätzungen netterweise teilhaben lassen. Servus Lutz. Grüße. Ja, Grüße zurück. Dann sag uns doch erstmal was über den heutigen Gegner. Wie schätzt du denn die Gäste aus Österreich ein? Ist das ein guter Testspielgegner, der auf die Rückrunde auf Bayer Leverkusen nächste Woche vorbereitet? Ohne Frage. Sehr guter Testgegner. Momentan Vierter in der österreichischen Liga. Traditionsmannschaft. Man kämpft dieses Jahr wieder um den Einzug in die Europa-Liga oder in die Qualifikation. Und ich denke, in dem Moment eine österreichische Mannschaft zu bekommen, die auch mit in der Vorbereitung steht, ist der ideale Moment. Wir steigen auch direkt ein in die Partie, 7. Minute, die TSG baut von hinten auf, der Ball kommt zu Sebastian Rudi. Ja, findet dann Marc Uth, der lässt geschickt prallen und Tobi Strobel spielt dann einen absoluten Traumpass auf Jonathan Schmid, der dann mit Hirn und Geschick und Übersicht wirklich sehenswert vollendet. Also ein wunderschöner Treffer zum 1:0. Jetzt sehen wir es nochmal gleich aus einer anderen Perspektive. Ist das für den Keeper eine unhaltbare Situation, Lutz? Was meinst du? Ja, er steht natürlich ein bisschen im Niemandsland, aber wie Jonathan Schmid dann abschließt, ist der Ball eigentlich unhaltbar. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien von der Sonne Südafrikas in den Schnee des Kraichgaus, also ein echtes Kontrastprogramm. Stört das Spiel aber eigentlich nicht. Die TSG baut auf, der Ball kommt gleich auf die rechte Seite. Ja, Hamad öffnet sehr geschickt auf dem rechten Flügel. Kadira mit einem typischen Lauf. Ball wird schlecht abgewehrt und dann hammert den Ball über die Latte. Also ein Wortspiel erster Sahne, wie du gerade gehört hast. Sehr schön. Ball war auf jeden Fall nicht drin, bleibt weiterhin beim 1:0. Die nächste zeigenswerte Szene, es hat übrigens wieder aufgehört zu schneien in der 32. Minute. Ja, wieder Tobias Strobel mit einem schönen öffnenden Pass auf die rechte Seite. Kadira begleitet direkt weiter, schöne Ballstaffette und dann sieht das Marc Uth sehr, sehr gut, legt den Ball in den Rücken der Abwehr und El Capitano Rudi schließt dann geschickt ab. Da merkt man halt die internationale Erfahrung und wirklich ein sehr schön herausgespielter Treffer zum hochverdienten 2:0 zu diesem Zeitpunkt. Nach einer guten halben Stunde also die Führung erhöht. Wir schauen auch auf das Tor nochmal in einer anderen Perspektive. Ja, der Ball von Strobel öffnet natürlich die Abwehr und dann, glaube ich, der Schlüssel zu dem Tor war dann wirklich der Lauf von Marc Uth, den Kaderabek natürlich wunderbar sieht und der Ball zurück war perfekt. Und Sebastian Rudi lässt sich natürlich so eine Chance nicht ergehen. Ähnliches Tor, wie er schon in Südafrika gemacht hat. Also wirklich mit Auge und vor allem halt mit einer sehr klaren Linie. Da merkt man halt, wenn er so eine Chance bekommt, dann weiß er, was zu machen ist. Mit 2:0 geht es dann also auch in die Halbzeitpause, ansonsten von Sturm Graz. In der ersten Halbzeit nicht wahnsinnig viel zu sehen, zumindest in der Offensive nicht, Lutz. Woran liegt's? An einer sehr guten Defensivstruktur Hoffenheims. Man hat den Gegner ganz, ganz wenig Räume gelassen. Wenig Fehler im Aufbauspiel und einfach die Struktur hat gestimmt. Und auch im Spiel nach vorne gab es viele, viele gute Bälle, schöne Ballstaffetten, sauberen Kombinationsfußball und die 2:0 Halbzeitführung war mehr als hochverdient. Gut 10 Minuten sind gespielt in der zweiten Halbzeit. Die nächste zeigenswerte Szene. Ja, wieder über die rechte Seite. Fabian Scher findet Kadira Beck, schöner Doppelpass mit Sebastian Rudi und dann schauen wir uns mal den Laufweg an von Hamad, der sich gut zum kurzen Pfosten bewegt und dann vom Gegenspieler absetzt und mit rechts wirklich wunderbar in die lange Ecke schießt. Wieder keine Chance für den Torwart. Und ich würde sagen, bereits der dritte sehenswerte Treffer am heutigen Nachmittag. Für den Grazer Keeper ein unglücklicher Nachmittag. 3 Schüsse aufs Tor bekommen, 3 sind drin. Die TSG hocheffizient, so soll es doch weitergehen, auch in der Liga, oder? Ohne Frage. Torwart bei allen 3 Toren chancenlos. Zeigt auch die Qualität der Tore. Alle 3 Tore wirklich hervorragend rausgespielt. Und wenn man sich mal den Fluss des Balles anschaut, die Art und Weise, wie man kombiniert hat, Ballsicherheit, dann war das wirklich mit Sicherheit ein sehr guter Test und auf den man aufbauen kann fürs nächste Wochenende. Nächste Szene startet ähnlich wie die letzte, ruhiger Aufbau von Fabian Scher und Ermin Bicakcic. Und dann kommt natürlich der lange Ball auf die linke Seite. Der Ball ist erst verloren und dann setzt man aber gut den Gegner unter Druck, gewinnt dann eben hier den Ball im Mittelfeld. Und dann geht es schnell und dann kommt Edu Vargas zum Abschluss.
leider direkt auf den Keeper, der dann keine Probleme hat. Trotzdem eine sehr, sehr gute Szene. Und zeigt halt, dass halt der Ballverlust im Mittelfeld sofort ausgenutzt wird, um eben zum Abschluss zu kommen. Die 89. Spielminute kurz vor Schluss, Sturm Graz auf einem der seltenen Ausflüge in Richtung TSG-Strafraum. Ja, dann kommt halt der lange Ball, eigentlich ungefährlich, in die Mitte. Ermin versucht den Ball halt zu Olli Baumann mit der Brust zurückzuspielen und jetzt übersieht leider hinter ihm den Gegenspieler und wird das halt als Unkonzentriertheit bezeichnen, 1-3, nicht mehr als eine Ergebniskorrektur. Und ja, sagen wir mal 3-1, trotzdem ein einwandfreies, hochverdientes Ergebnis. Trotzdem, den Gegentreffer hätte man sich sparen können. Wenn du das Spiel nochmal zusammenfasst, was für eine Aussagekraft hat das im Hinblick auf die Rückrunde, auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen am nächsten Wochenende? Ja, der letzte Test ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Man hat eine gute Mannschaft, Tabellenvierter aus Österreich, hochverdient mit 3-1 nach Hause geschickt. Ich denke, man nimmt die positiven Sachen, Erkenntnisse mit in die Trainingswoche und mit ins erste Bundesligaspiel gegen Leverkusen. Es war alles mit dabei, wunderschöne Tore, der Ball ist gut gelaufen und jetzt geht es eigentlich wirklich nur darum, die Woche gut zu trainieren und mit einem guten Spiel in die Rückrunde zu starten. So schaut's aus, viel besser kann man so ein Schlusswort nicht formulieren. Lutz, vielen Dank für deine Hilfe, deinen Kommentar, deine Einschätzungen, deine Expertenmeinung. Bis zum nächsten Mal. Gruß.